Leute, eine kleine Runde mit Demogoggo. Ich habe zwei Dailies mit Demogoggo. Einmal hier mit dem Sprungangriff, dass ich halt da überletzte damit treffe. Überletzte, ja. Überlebende treffe und halt einen überlebenden Morin. Habe ich alles mitgenommen. Mal gucken, ob es klappt. Weil ich habe auch aufgesetzte Hoffnung, aber aufgesetzte Hoffnung ist halt ja immer so. Und Mori selber habe ich nicht. Auf Demo. Ich muss ein bisschen leveln. Guck mal erstmal das hier. Ja, kurz. Demo Doggo, auch bekannt als wie es halt wächst. Oh Leute, das Hündchen kommt. Ich glaube, hätte Demo Gorgon so ein Teleport hier wie hier, wie heißt es nochmal, wie Dredge? Also halt, die nicht erst aufstellen muss, sondern kann halt gleich automatisch teleportieren. Ich glaube, er wäre viel stärker. Ist er? Aha. Das Hündchen ist da. Meh. Ich hab das nicht rein. Also, dieses Geschrei von dieser Animation immer mit den Händen nach oben und hier dieses Geschrei. Was muss, wenn ich gleich nochmal treffe? Oh. Das Hündchen kommt. Ja, ich kann hier nicht eingreifen. Ich kann hier nicht mit den Dingen. Aha. Ah ja. Unten ist einer da, oben ist einer da. Ja toll, die machen drei Gens gerade. Und der Gen ist auch schon extrem smart. Wie soll man sowas verteidigen so schnell? Ja, schön. Bin echt mal gespannt hier beim Testbild, ob das irgendwas ändert mit den ja, wow, cool. Und ich hab Leck wegen Pass. Irgendwie leckt es immer danach. Wow, wer bist du? Oh, Max 2.0. Meg! Ich will dich nur umarmen. Komm her. Demogorgon hat auch irgendwie Aggressionsprobleme, so wie es schreit. Am schlimmsten sind aber die Soundeffekte, wenn man das viel mit Headset spielt. Nervt. Das ist mein Totem. Wow. Krass. Die Runde geht schnell. Wie gesagt, ich hab Hass mit. Ich muss einfach nur Mori machen, dann reicht es schon. Weiß nicht, wie gut die Runde jetzt wird. Also die machen ja extrem schnell die Gens durch. Jemand? Jemand? Da muss doch jemand sein. Ah ja, Mac. Wir eine Mac. Das ist ein Busch. Oh nee. Ja. Ich mein Sprung. Das ist ein Sackgasse. Ey, ich bin so froh, wenn dieses Perk genervt ist, ey. Ja, Demogorgon. Genau dasselbe sage ich auch. Siehst du, er versteht mich. Hallöchen. Echt mit den Pölk. Oh, Leute, die machen zu schnell die Gens. Kommst du her? Bist du immer noch?
Hier ist man, wenn man Clown spielt oder selber Clown spielt. Ich meine, ich spiele nicht oft Clown, aber wenn ich das zum Beispiel bei Schwabbelton sehe. Ich hab ja Corona. Das ist meine Funktion von Detta. Meine eigene Person. Ja, komm! Hier ist der Kuhhaupt gemacht, die fällt er noch runter. Und ich merke gerade, der Spieler heißt einfach mal die Klonus. Ist klar. Klonus. Wie kommt man da eigentlich überhaupt mit so einem Namen? Das hat sich mit dem geholt. Man muss wirklich stehlen. Ja, ich bin schon nicht gut im Aim. Dann spiele ich noch auf Controller. Und dann spiele ich noch so einen Charakter. Der Aim muss. Mac. Oh. Gehen wir lieber zu den Gen. Nicht, dass der weitergemacht wird. Und jetzt machen sie mal einen. Oh. Steht die überhaupt eigentlich noch? Haben sie, hab ich vorhin nicht mitbekommen, haben sie die überhaupt schon kaputt gemacht? Hä? Ja, klar! Oh, you, geht zu, wer sind die? Schönes Deadheart. Wow. Ich spiele alle diese Sensoren. Ich meine, ja, okay, ich habe auch gerade 2 Meter bekommen, aber. Das eine ist halt nur für Blutpunkte sammeln und halt die Aura. Ist halt nicht so stark wie Deadheart und anderes Blut. Erstmal einen Pop drauf. Wir sind es aber langsamer geworden, seitdem sie die 3 Gems haben. Ah ja, da hinten ist noch einer, okay. Unten. Ich hasse immer diese Gems, die unten sind oder oben oder keine Ahnung. Vielleicht für Artis ist das extrem nervig. Ich weiß, da kann man halt die Föhnchen schicken. Ich möchte zu Game oder halt, was denn noch? Die Haddonfield oder so. Obwohl, wir haben 9 Hattenfield. Aber Hattenfield ist eine scheiß Map. Hallo! War nicht geheilt, okay. Ja, mit der überhaupt scheint anscheinend kaputt zu sein. Keine Ahnung, wann sie das schon wieder kaputt gemacht haben. Es ist so nervig, weißt du? Und Totems! Und Totems kann man immer wieder machen. Können sie immer wieder machen. Immer wenn sie wurden, wie gesagt, ja, ich weiß, da hinten das 3 Leute an Gen. Da würde ich aber einen Kill. Im letzten genau, das ist schon mal gut. Wisst ihr, Boon-Totems könnten die immer selber machen. Aber die Hex-Totems, dann verstecken die weg. Oder im Opfer ein Perk. Komm. Komm. Komm rüber. Ah. Braucht man nicht mal einen Antilog. Bei so einem schwachen Palette braucht man keinen Antilog. Gehst du weg? Ja, die Mac muss ich mit Taste erwischen. Weil sonst kriege ich meine Dings nicht. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal um die Schild kümmern. Die ja, Mac. Mich erstmal um die Skill kümmern. Ah ja, das ist. Oh, meine Fingernägel. Oh, ich hoffe echt, die kriegen das Dings wieder hier von die Lizenz von Dings. Ja, wow, schön ist der Tag. Wisst ihr? Hier, das ist ein Deadheart.
Wisst ihr, ich hoffe echt, die kriegen diese. Es gibt ja gerade die Vermutung, dass Stranger Things zurückkommen wird bei DVD. Also, dass die wahrscheinlich vielleicht die Lizenz kriegen. Und das wäre so cool, weil ich möchte, dass Demogorgon noch ein paar ganz viele bekommt. Ich habe mir jetzt ja hier diesen komischen, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Spucken, Skin irgendwie, keine Ahnung. Ich komme gerade aus dem Netz und bin voller. Ich sag's lieber mal nicht. Alexis? Nein. Du bist jetzt nicht eklig, du bist jetzt nicht pervers, du spielst. Wir gucken Leute zu. Du musst jetzt eine Dings töten. Ich hoffe, die machen jetzt den letzten Stein fertig. Damit ich die Mac Dings töten kann. Ja, hallo Jill. Lass sie mal Dings machen. Weil ich muss Mac erwischen. Was ist hier unten? Ah ja. Komm, komm. Ja, mach schön. Ja, fein! Komm zum Hündchen. Spuck mich mein Fernseher voll. Damit hat sie nicht gerechnet. Damit hat sie sowas von nicht gerechnet. Die Arme weg. Ey, haben schon gemacht. Ja, ich habe eine Challenge geschafft. Sogar beide wahrscheinlich. Das war geil. Ja. Nice. Beide Challenge geschafft.